Ein Name fiel immer wieder in Sanchelini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sniper Elite 4 zusammen mit dem Daniele. Moin moin. So, wir machen jetzt weiter, wo wir letzte Folge quasi aufgehört haben, also halt einfach die nächste Mission der Geschichte, wenn man so will, Funkgerät bedienen. Rotfuchs an Mutterhenne, Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. Ja, ich denke, das sollten wir doch hinbekommen. Auf jeden Fall. Das ist hier unsere Mission. Springfield gegen Kaki austauschen. Mehr Schaden, weniger Geschwindigkeit, Rückstoßdämpfung, Stabilität. Mehr Zoom. Klingt eigentlich ganz gut. Ich nehme die mal mit. Achso, die lag einfach rum auf ja, dem Kasten? Ja, die lag da einfach rum. Okay. Okay. Leute, wer ist das denn? Hier. Das hatten wir sonst auch noch nicht. Lieutenant Carl Fairburn. Gute Arbeit auf Sanchelini. Besonders in Anbetracht der Umstände. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidea. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Ja, hab schon gehört, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Das OSS weiß ihre Eile sehr zu schätzen, Carl. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlechter von Bologna. Ja, Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht. Obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sophia Di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanen-Hauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Klingt nach einem Job für uns, oder? Auf jeden Fall. Mir sind die sehr asynchronen Untertitel aufgefallen. Ja, irgendwie nicht ganz zu dem gepasst, was der. Okay, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Wir können hier mit dem noch reden. Wollte ich gerade sagen, bevor du vorrennst. Hey, hört sich nicht gut an. Sie müssen Lieutenant Fairburn sein. Ich soll Sie zu unserer Anführerin Sophia bringen. Wir nennen sie den Engel. Ich finde den Weg selbst. Die Faschisten haben ein Rastrellamento durchgeführt und unsere Leute aus der ganzen Stadt geholt. Der Engel plant ihre Rettung. Scheint eine mutige Frau zu sein. Sie kennen den Kommandobefehl?
Der Führer kann befehlen, was immer er will. Sie sind ein Kommando. Das heißt, sie werden eher erschossen, als dass man sie gefangen nimmt. Das macht Ihnen keine Angst? Das ist Berufsrisiko. Schön, dass Sie den Tod nicht fürchten. Davon haben wir hier zu viel gesehen. Schauen Sie nur auf den Friedhof. Die vielen Toten dort sprechen ganze Bände. Und jetzt hockt er sich hin, okay. Ja, ich suche den Friedhof. Ach, hier drüben ist, müssen wir starten. Genau, du bist schon recht richtig gelaufen. Intuitiv. Ja. Dann rein. Die Karte war mit. Hier mit Tab hat man die Dings gesehen, die Missionsziele, ne? Mit M war die Karte, glaube ich. Das ich meine auch. Spiel? Okay. Müssen wir gleich mal gucken. Bisschen offensichtlich als Einziger mit einem Boot anzureisen, aber naja. War ja vorher auch nicht die, die Sneaky-Meister. Ich das Hauptquartier der das stimmt. Mal sehen. Wobei wir es diesmal versuchen können. Andererseits, die Sniper sind ja nicht gesilenced, ne? Das stimmt. Von daher, ach da, genau, da ist direkt einer. Ich hab einen, aber auf der Map sind wohl zwei Leute. Ja, da ist einer, der ist hinter dem Baum. Luftlinie. Baum, lass erstmal hier außen rum. Okay. Gucken wir mal. Ach, da! Ja, stimmt, ich sehe den einen, der patrouilliert. Wollen wir beide einfach jeweils einen nehmen? Ah. Moment. Okay, ich kann den links ausschalten. Nimmst du den rechts? Rechts ist der. Wenn du kannst, zähl runter. Genau. Oh, die sehen uns! Okay, schießen. Okay, ich hab jetzt einfach. Beide wohl, glaube ich. Ich wurde nämlich gar nicht gesehen. Ich habe mich gerade gewundert, was du meintest. Ja, ich schon. Alles klar. So. Dann. Was ist denn da unten? Hörst du das auch? Ah, da fährt jemand mit dem Boot. Das ist aber. Das fährt jetzt an uns vorbei. Hinter uns ist das. Ja, da ist es. Guck mal. Oh. Ach so, ja, wie so ein Patrouilleboot. Ja. Das würde ich mal ausschalten, bevor uns das weiter Ärger macht. Geht das so einfach? Naja, das ist unsere Aufgabe. Nee, aber das, wir müssen, glaube ich, einfach nur den Kanonier wegmachen. Bis auf da sind welche, die uns sehen. Jetzt nicht mehr. Aber wenn wir den Kanonier erwischen von dem Boot, dann haben wir, glaube ich, Ruhe von der Seite. Das ist die Frage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Boot gar nicht so kritisch ist. Aber sicher wissen tue ich es nicht. Das ist auch gerade jetzt nicht mehr in unserer Sichtweite. Gut, dann können wir weitergehen. Ich sehe vor mir drei. Naja. Auf der Map. Wo sind die denn? Oh, oben ist einer. Man kann nicht pingen, oder? Nee. Nee. Ich glaube, den hole ich mir mal. Okay, ich habe ihn auch im Blick. Lol, als ob den das nicht gekillt hat. Das ging dann genau im Kopf. Sehr schön, Genaniele. Bei mir hat er ein bisschen gebuggt. Okay, aber unsere Deckung ist aufgeflogen. Ja. Naja gut, ist ja irgendwie auch nichts Neues. Oh, und das Boot wird jetzt auch rot markiert. Dann hast du recht, dann ist das echt ein Problem. So, hier machen wir jetzt Großbum-Bum. Oh, den habe ich den unter. Achtung, da kommt einer zu. Ja. Oh, ich habe den Kanonier erwischt. Achso, du schießt aufs Schiff. Okay. Ja. Weil der war direkt an der Küste bei uns. Ich habe einen Officer geholt. Da gucken, hier an der Küste. Ach, das ist ein Scharfschütze, glaube ich sogar, oder?
Den habe ich weggemacht. Oder noch einer. Ah ne, dann hast du den gekillt. Ja. Okay. Wir treten eine offene Tür ein, glaube ich, jetzt. Mal ja, kurz. Ich glaube auch. Wir können gucken, weil... Ich glaube, die müssten gleich unsere Fährte verlieren, wenn wir hier ein bisschen hochlaufen. Ja. Wobei, die sehen mich schon wieder. Mich sehen die auch. Oh, die kommen von wo? Lol. Die kommen hier unten. Ich wurde gerade angeschossen. Ich werde schon wieder angeschossen. Ich sehe aber nicht von wo. Ach, von da hinten. Oh. Ich bin auch am Verbluten, verdammt. Ach so, lol, du bist dann... Oh. Ich wurde von okay, irgendwo... Ich hab grad... Okay. Das war schnell zu Ende. Wurdest du auch getötet gerade? Ja, ja, ich wurde auch getötet. Ich habe nur probiert, den zu kriegen. Habe erst überlegt, ob ich mich heilen soll, aber hab gedacht, nachher heile ich mich und dann greift er mich dann an, weil er auch so nah war. Habe ich für den Kampf entschieden, aber hat mich direkt geholt. Okay. Schade. Dann hole ich jetzt direkt da hinten erstmal den Sniper. Wo ist er? Oh, falsche Waffe. So, sind hier wie irgendwo steht man denn? Hä, hey, wo ist der? Oder hast du den jetzt schon geholt, den Sniper? Nee. Da ist er. Scharfschütze. Oh. Schön. Das war aber nice. Richtig mies, dass die dann so getarnt sind. Die sind mit allen Abwassern gewaschen. So auffällig wie der Rest, genau. Probier mal was. Klappt das? So, wir sind jetzt schon wieder. Elefant im Porzellanladen. Wahnsinn, warte mal. Ich habe ja noch irgendeinen Helmut gesehen. Ja, angeblich werde ich gerade auch von irgendwo gesehen. Da, oben auf dem Hausdach. Ich will gar nicht wissen, wie das auf anderen Schwierigkeitsgraden ist. Hast du es gesehen? Nee, ich hab's nur gehört. Ich hatte einen, ich sag mal, Treffer in weichere Teile. Oh. In allen schönen Teilen. Wo kommen da viele? Okay, bei mir wagen die Gegner gerade so ein bisschen. Ich glaube, das hängt ein bisschen in meiner Internetverbindung zusammen. Wirklich? Ich hoffe nicht mit dem Spiel. Nein. Wo ist denn der eine? Also hier ist noch einer und der ist auch relativ nah. Ne, hier vorne an der Mauer ist noch ein, mindestens einer. Hab ihn. So. Jetzt kommt auch noch einer rum. Ach komm schon, zeig dich doch. Komm von da. Oh. Ah, schade, schon wieder keine Animation. Treffer. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Die wissen ja, dass wir hier sind, müssen irgendwie gucken, dass wir über die Mauer kommen. Ja. Jetzt Sturmkommando. Das Hauptquartier muss hier genau. Sein. Ist dann nicht mehr Sniper Elite, sondern wie heißt denn mein Gewehr eigentlich? Thompson Elite. Thompson Elite, genau. Da ist einer, warte mal. Ja, ich probier mal den so ein bisschen zum Laufen. Hier muss doch irgendwo unser Ziel sein, hier in dem Gebiet. Das Hauptquartier der Partisanen finden. HQ ausfindig machen, genau.
Oh, hier liegt eine Schrotflinte. Das hätten die schon gedacht, so hier wird nicht mehr gesniped. Ich bin, glaube ich, rausgeflogen. Ich trete aber wieder rein. Oh ja, steht gerade. Bin sofort wieder da. Ist ja auch gut, ich wurde gerade entdeckt. Ach, wenn ich nicht gesehen habe, von wo genau. Mal gucken, wo ich eingesetzt werde. Also von wo eigentlich schon, aber halt nicht gesehen habe, wer. Jo. Ich kann das mit dem Sneaken auch lassen. Jetzt sind wir hier aufgeflogen. Das stimmt. Ziel in der Nähe, 60 Meter, 61. Okay, in die Richtung. Ich versuche gerade die Durchsagen zu verstehen, aber nuschelt zu sehr. Lol. Ich hätte gedacht, wenn da steht springen, dass er das dann auch kann. Ich habe gerade mega Damage. Hallo. Wie aktiviere ich ihn jetzt? Ah, F. Okay. Jetzt haben wir geheilt. Meter? Komme ich hier durch die Tür? Ne. Meine Deckung ist aufgeflogen. Schade. So. 19, 10, 11. Shit. Deckung ist aufgeflogen. Ich komme am besten zu dir. Aber ich bin ziemlich nah am Ziel. Ich glaube, der ist weggelaufen, weil die Anzeige hat sich gerade erhöht. Oh, ich wurde dann abgeschossen. Lass mich mal kurz in Deckung gehen. Ja, da ist er. Der ist hinter uns. Ist auf Richtung Marktplatz. Ich bin in dem unterirdischen Bunker aufgegeben. Ah, du hast ihn gefunden. Oh ne. In dem Bunker. Guck mal hier die Treppe runter. Ja, aber irgendwo schießt jemand auf mich. Das würde ich ganz gern vorher herausfinden. Ach so, ne, da bist du. Ah, da! Nein, ich hab keine Munition mehr! Oh, das ist scheiße. Jetzt hab ich den gerade gerusht und jetzt hab ich keine Munition. Ich versuch den. So. Ich komm da auch nicht hin. Kopfschuss aus nächster Nähe. So, jetzt muss ich mich auch nochmal verarzten. Ah, das sieht gar nicht so gut aus. Jetzt habe ich keine Heilung mehr. Für den Rest des Games. Dann versuche ich jetzt mal vorzugehen. Das Ziel wandert, das ist jetzt hinter dir. Guck. Huch, nein, lass dich fallen. Wir müssen diese Sophia finden. Warte, du warst doch erstmal in diesem Bunker. Wo ist der denn? Wo bist du? Ich bin gerade in einem Haus. Auf den Dächern, ne? Ich komm am besten mal Nein! Auf die Straße. Ich habe mich gerade verdrückt. Ich wollte aufheben, was hier ein Brief ist, und da hast du eine Granate geworfen. So direkt vor mich aus dem Bett. Das war aber nicht gut. So. So, ich komme jetzt erstmal runter zu dir. Ach, da bist du, ja. Genau. Jetzt ist ja auch mittlerweile alles tot. Nee, weiter hinten waren noch welche, aber die haben sich, glaube ich, zurückgezogen.
Ah, hier unten. Ja. Hier eben dieser unterirdische Bunker. Hier gibt's Waffen, Munition. Hier gibt's einiges an Munition. Ah, Hauptquartier hier untersuchen, da. Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Und Briefe. Okay. Laut Sophias Nachricht ist sie zur Burg gegangen. Erreiche Sophia in der Burg. Jetzt müssen wir wieder raus. Ich habe Verband gefunden. Sehr gut. Die Burg, die ist wahrscheinlich hier hoch irgendwo. Auf der Karte. Sophia, genau. Können wir auch direkt mal den Funker ausfindig machen. Der ist da direkt in der Nähe. Das ist der mit 120 Meter Entfernung ungefähr, ne? Ja, genau. Okay, dann machen wir den auch weg. Bietet sich dann ja an, wenn wir schon mal da in der Nähe sind. Oh, hier sind wieder Gegner irgendwo. Sind da an den Obstbäumen. Okay, du hast sie schon gesehen. Ja. Meine Deckung ist aufgeflogen. Ja gut, aber andererseits, wie soll die Deckung noch nicht auffliegen, wenn wir keine gesilenced Sniper haben, oder? Meine ich das jetzt nur? Nee, das stimmt schon. Außer halt, da wären halt nur so wenige wie am Anfang mit den Zweien, dass so die... Schöner Schuss. Dankeschön. Und der Kiefer. Mal eben, sagen wir mal, medizinisch entfernt. Genau. Chirurgischer Eingriff. Die Deutschen schicken verstärkt der Sniper. Ja, aber das ist es halt, weil wenn es so wäre wie am Anfang, ne? Wo du halt echt zwei Leute hast und jeder macht irgendwie einen weg oder macht die schnell hintereinander weg, dann geht's ja. Wir sind irgendwie immer so viele. Ich glaube, da müssen wir, also es geht bestimmt, aber ich glaube, da müssen wir irgendwie den Dreh noch rauskriegen. Und jetzt kommt ja noch Verstärkung per LKW. Ich laufe einfach mal irgendwo in Deckung. Ja, oben in dem Turm sind noch welche. Ich bin jetzt hier in so einem Häuschen, hier habe ich erstmal Schutz. Ah, du bist auch da. Wo ist aber abgeschossen? Ach so, diese Maschine hier, die macht Geräusche. Jetzt vielleicht sonst einfach mal weiterlaufen. Ja. Bringt das was? Oh, ich bin so gut wie tot. Aber hier habe ich jetzt zumindest ein bisschen Deckung. Bist du jetzt irgendwo hochgerannt oder nee, du hinten bist du? Nee, ich bin einfach hinten durchgerannt, aber ich glaube hier direkt über mir drüber sind Gegner. Ja, die ganze Brücke wimmelt vor Gegnern. Was, sonst haben sie unsere Spur jetzt vorerst verloren. Ah, guck mal, hier kann man hoch. Warte, komm mal mit. Warte. Ein Wasserfall hier. Ah, die Kette, okay. Hä? Ah. Ich kann sagen, das muss doch gehen. Also und damit WASD, okay. Na, dann können wir mal gucken. Ich wechsle hier mal auf die gesilenced Pistol. Dann können wir mal schauen, jetzt wo die unsere Fährte erstmal verloren haben. Ja. Weil ich glaube, ich habe gerade schon wieder welche gesehen. Na, die haben wir schon wieder die entdeckt. Die sind.
So. Warte mal, wo sind sie? Hinten ist einer. Zeig dich. Tschüss. Auf Wiedersehen. Nein! Oha, was ist passiert? Ich bin mir sicher, ob die mich erst gekillt haben. Oder ob ich wegen dem Wagen in die Luft geflogen bin, weil die haben den noch explodieren lassen, hinter dem ich mich versteckt habe. Auf jeden Fall ein bisschen. Nein, bisschen ungünstig. Aber gut. Wir müssen das mal probieren. Ja, ich glaube, wir lassen das aber mit den optionalen Zielen erstmal. Ah, das ist jetzt schon krass. Ich meine, wir haben uns ja in der letzten Folge jetzt auch nicht so mega gut angestellt. Man merkt halt schon, dass wir noch nie ein Sniper Elite gespielt haben. Definitiv. Aber letztes Mal sind wir zumindest nicht gestorben, oder meine ich das nur? Also ich bin einmal runtergefallen. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, wie gesagt, ich habe einmal diesen Fail gehabt. Den blende ich jetzt auch an der Stelle ein, aber ansonsten lief es eigentlich. Jetzt bin ich schon wieder so gut wie tot. Nee, was ist das? Ich wollte eigentlich einen Verband. Muss ich erstmal wieder auswählen. Ach, ich habe gar keinen Verband. Wie soll ich denn keinen? Ich dachte, ich hätte einen aufgenommen. Oh, ja, das ist jetzt schlecht. Oh nee, und du bist. Ich bin 3 Leuten angeschossen. Ja, ich bin auch so gut wie tot. Ich sehe schon, wir können gleich wieder anfangen. Schneiden wir raus. Ja, bei mir ist Uncut. Wenn die Leute das geschnitten sehen wollen, müssen sie bei dir gucken. Wie auch bei der letzten Folge, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, die hat Daniela echt sehr schön geschnitten. Ja, und bei mir gibt es wie immer Uncut. Hier seht ihr den kompletten Fail. Das wird auf jeden Fall noch unterhaltsamer als die erste Folge, ich sehe schon. Ja, wenn man sich an sowas, ich sag mal, erfreut, andere Laien zu sehen, dann schon, aber sonst. Vielleicht sollten wir das Let's Fail nennen, nicht mehr Let's Play. Ja, ich glaube, dafür ist es vielleicht ein bisschen zu. Nee, Quatsch. Zu gut. Weil ich denke mal, schaffen sollten wir das ja schon. Ja, warte mal, jetzt, bevor du vorrennst. Erstmal die 2 da hinten, du hast recht. Genau, dass wir erstmal uns beide sammeln und dann gucken, wie wir weiterlaufen. So. Oh, von wo werde ich denn jetzt schon wieder? Ah, geradezu. Von der Burg. Ja, das ist es halt, dass man da die einen nicht mal. Ach, das gibt's doch nicht. Ich mal eben so. Tschüss. So, jetzt aber. So. Aber dass man die hinter sich nicht mal eben so ausschalten kann, ohne dass sie das an der Burg merken, ist halt schon krass. Also, ich weiß nicht, ob es später noch irgendwie gesilenced Sniper gibt oder so, aber eigentlich bräuchte man die schon sehr. Ja. Guck mal links, ob ich immer sehe. Ja, da kommt ein Kopf raus. Achtung, da läuft jetzt einer. Warte, ich hatte eine Idee. Achso, das ist gar kein. Shit, ich hab gedacht, das ist ein Explosionsfass und die fliegen jetzt weg. War's nur leider nicht. Oh Mann. Jetzt fliege ich gleich wieder weg, weil ich gleich wieder so gut wie tot bin. Einer ist da noch. Ja, ich guck mal mit einer Granate. Ah, der hat ihn zumindest ein bisschen aus der Reserve gelockt. Nice. Okay. Was ich nicht ganz verstehe, irgendwie sterben die nicht direkt beim ersten Schuss, also. Ja, kommt immer drauf an, wo du triffst. Wenn du den irgendwie so direkt in den Kopf triffst, meistens schon. Aber manchmal hatte ich auch schon das Gefühl, dass das irgendwie nicht so geklappt hat. So, wir müssen nur gucken. Oh, ich bin halt schon wieder so gut wie tot. Soll ich denn hier einen Stein heilen? Das klingt doch gut. Ja. Okay, das heilt eigentlich komplett, aber immerhin etwas. Okay. Hinter uns kommt schon wieder einer. Alter, wir sollten einfach schnell genug nach vorne, oder?
gefühlt eh schon die halbe Map auf uns gehetzt. Ja. Ich habe nur keine Lust, verfolgt zu werden ständig. Deswegen. Ja, kann ich verstehen. Ich auch nicht. Aber irgendwie scheinen wir nicht wirklich drum rumzukommen. Meine Munition ist fast alle. Ende, mein Freund. Ende. Verdammt. Ah, du hast ihn. Sehr gut. Dann kann ich jetzt die Leiche aufheben. So, kann ich die jetzt einfach runterschmeißen. Das will ich immer machen. Leiche werfen. Schade, funktioniert nicht. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Ist wahrscheinlich hier hinter dem Tor die Gute. Nicht zu spät. Rucksackladung platzieren. Hast du Timer hinzufügen? Okay, lauf weg. Ja. Okay, die Explosion war irgendwie relativ unspektakulär, oder meine ich das nur? Wir haben ja so einen Puff, ja, das war nichts Spektakuläres. Mehrziel abgeschlossen, nice. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. Das war's. Das war die Mission, ja. Okay, das ging echt relativ schnell. Ich hätte gedacht, dass wir danach noch Zeit und vor allem, dass wir wieder einen Fluchtpunkt suchen müssen. Deswegen... Da hatte ich echt gerade noch überlegt, ob wir noch ein paar optionale Ziele machen. Aber gut. Ja. Aber anscheinend haben wir den Funk getötet. Sehe ich gerade. Also wir haben keines optionalen Ziel erreicht. Gut. Ja, vielleicht machen wir die irgendwann nochmal. Boah, ich sehe gerade meine Genauigkeit im Vergleich zu deiner ist sehr schlecht. Dafür war ich sehr effektiv mit den Kills. Ja, ich habe mir mehr Zeit genommen. Ja. Na gut. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Also... Let's Famous war es nicht betiteln. Aber ich sag mal, mit Ruhm bekleckert haben wir uns, glaube ich, auch nicht gerade. Aber ja, ich meine, ist ja auch nicht schlecht. Sehen die Zuschauer das auch mal, können die mit uns lernen. Oder vielleicht der ein oder andere Sniper-Elite-Veteran gibt uns ein paar Tipps in den Kommentaren. Das wäre, glaube ich, sehr nett. Ich glaube, wir spielen das echt noch ein bisschen zu sehr wie einen klassischen Shooter an der einen oder anderen Stelle. Na gut. Sehr wahr. Ja, sonst würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, uns so zu sehen, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonnieren, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen und schaut auch beim lieben Daniele vorbei, dem Dani de Video auf YouTube. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ganz genau. Macht's gut. Bis dann.